Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu DK The Mar. Das Badezimmer hat sich, wie gesagt, ein kleines bisschen verändert. Wir gucken uns mal um. Ja, untersuch mal. Kiss me, date me. Sonst kann ich hier nichts machen. Das ist eine tolle Untersuchung. Komme ich nicht ran. Verstehe ich, käme ich auch nicht ran. Ich muss mich in diesem Raum weiter umschauen, aber hier ist nichts, Leute. Hier ist nichts. Ich kann hier nichts drücken. Kein Inventar, ich habe keine Kamera. Was passiert, wenn ich wieder raus... Ah. Taschenuhr aufheben. Kann ich damit irgendwas machen? Wir untersuchen die mal. Hübsches Ding. Zeitreisende Errungenschaft freigeschaltet. Okay, die Bücher haben sich von ganz alleine wieder reingestellt. Es ist zwar hell, aber ich krieg trotzdem eine leichte Gänsehaut hier. Okay, das hier ist so ein typisches Fenster, wo mit Sicherheit irgendwann bald jemand auftaucht. Blut an der Wand ist nie gut. Ein Messergriff. Halte ich auch für nicht so gut. Hier ist eine Münze. Was auch immer wir mit denen machen können. Wahrscheinlich kriegen wir eine Errungenschaft, wenn wir alle gefunden haben. Das lässt sich nicht öffnen. Boah. Ich komme hier tatsächlich raus. Eine Münze. Sonst ist hier nichts. Sieht nicht so aus. Oh, nee, ey. Das wird ja immer furchtbarer hier. Vor allen Dingen sind das jetzt schon wieder so viele Räume. Was ist das denn? Wer baut denn bitte so einen Ventilator hier hin? Schwein. Nix. Verschlossen. Entschuldigung. Oh, guckt euch da hinten die Fratze mal an. Ist ja furchtbar. Aber hier gibt's nix. Ja, auch nicht. Wofür sind denn diese Räume da, wenn man da nichts machen kann? Seltsam, seltsam. Oh, ein Spaten. Meiner. Wofür auch immer. Hübsche Kunst. Wer hängt denn so eine Scheiße hier auf? Ich bitte euch. Okay, ich vermute mal so. Ach, jetzt dreht sich der hier auch mit. Na, das ist ja was.
Oh, sowas kann ich ja leiden, ey. Oh. Der Pickschlüssel. Kreise. Also wirklich gut erkennen konnte man da in dem Bild was nicht, aber haben's ja hingekriegt. Es ist zu dunkel hier drin, ich kann gar nicht sehen. Ja, dann lassen wir das. Wir gehen mal in den Raum mit dem Schrank. Der war hier. Eine Taschenlampe. Und ein Dr. House-Stock. Sehr schön. Jetzt können wir in den dunklen Raum, in den dunklen Gang gucken, was ich eigentlich gar nicht will. Aber wir wollen ja weiterkommen. So, die hat bestimmt keine Batterien. Ach doch, ein Videoband. Haben wir irgendwo einen Fernseher? Nee. Wir gehen mal zurück. Ja! Oh, mach doch nicht so eine Scheiße, ey. Boah. Ja, kletter halt mal hoch. Gucken wir mal. Wer denn so nett? Oh nein. Oh, ihr kennt den Raum. Nee, ne. Du setzt dich jetzt nicht auf den Stuhl, oder? Wieso ist es jetzt wieder dunkel? Ist immer noch leer. Hätte ich nicht erwartet. Okay, wir haben immer noch alles. Nein. Kann ich... Ist hier kein Fernseher? Das ist doch ein Fernseher. Okay, das sind aber Bücher, kein Videorekorder, ne? Okay. Eine Münze. Wieso ist die da jetzt drin und eben nicht? Ist auch egal. Ich möchte erstmal gucken, ob der Mann in Zelle irgendwas wieder da ist. Oder immer noch da ist. Ich halte das nicht aus, Mann. Ich drehe durch. Ich werde sterben. Er lacht mich aus. Wer? Wer lacht dich aus? Nene. Er will, dass ich sterbe. Bisschen melodramatisch. Die lässt sich nicht öffnen. Das war auch klar. Hier vielleicht? Das war auch klar. Okay, ich möchte noch mal ganz kurz am Kühlschrank gucken. Oder hier. Gibt's auch nichts mehr. Huch. Muss ich doch noch mal eins zurück? Mich noch mal drehen? Oder so rum? Begräbnis. Habe ich mir fast gedacht, dass da jetzt was anderes steht. Irgendwie, das Böse kommt immer raus, wenn es dunkel ist. Oh, jetzt ist wir wieder im Badezimmer. Ach, wir können aber durch den Spiegel gehen. Tori war hier. Doch nicht, wir können doch nicht durch den Spiegel gehen. Wo sollen wir denn jetzt hin? Oh, wie ich das hatte. Ich muss in diesem Bereich mehr umschauen. Ach. Müssen wir mal zweimal durchgehen. Das bringt was. Ach, warte. Wir kommen doch jetzt da oben an die Luke ran.
Wir haben diese behinderte Luke aufgemacht für diesen blöden Ball. Die kannst du nicht verwenden. Du kannst schon, du willst nur nicht. Sorry, sorry. Kann man den Ball denn da hinten in das Ding reinmachen? Hier. Bringt das was? Vielleicht noch nicht so ganz. Vielleicht brauchen wir mehrere Bälle. Die ist verschlossen. Wir gucken erstmal. Ja, wir sollen hier. Okay. Nicht, dass ich schon wieder irgendwas übersehen habe und renne wieder 50 Millionen. Was passiert denn, wenn ich hier hochkletter? Ich soll da hochklettern. Eben sind wir ja aufgewacht in. Ach nee. Raphael. Sam, er ist jetzt verschwunden. Du meinst Nene? Ja. Wer ist Nene? Ich und Juan, ein anderer Typ aus meiner Gang, wir einer von einer anderen Gang trafen, mit der wir Krieg hatten. Wir haben ihn an seinen Farben erkannt. Er hieß Nene und trug purpurne Gangfarben. Wir waren betrunken und Juan, mein Freund, hatte eine Waffe mitgenommen, eine alte deutsche Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg. Juan oder wie auch immer, gab sie mir und sagte, ich solle Nene aufhalten. Weil ich noch neu war, musste ich ihm beweisen, dass ich hatte, was ein Chicano-Loco mitbringen muss. Ich ging auf ihn zu und hob die Waffe. Wir zwangen ihn, mit uns in ein verlassenes Industriegebäude gerade außerhalb von Newark zu kommen. Und fanden einen leeren Lagerraum, wo wir ihn auf einen Stuhl setzten. Das haben wir gesehen, Leute. Das Bild. Ich hielt die Pistole an seine Stirn. Ich fühlte mich mächtig, als Nene zu weinen anfing. Dann ging der Schuss los. Er fiel rückwärts zu Boden. Da lag er und starrte an die Decke. Es war nur ein paar Sekunden vorbei. Wir ließen die Pistole, die Mordwaffe da und liefen heim. Eine Woche lang blieb ich in meiner Wohnung. In der Zeit redete ich mit niemandem. Jede Stunde schaute ich mehrfach durchs Fenster raus auf die Straßen, um zu sehen, ob da Cops sind, aber es waren nie welche da. In dieser Woche erfuhr die Gang von der alten deutschen Pistole am Tatort, von der jeder wusste, dass sie Juan gehörte. Bevor die Polizei ihn festnehmen konnte, wurde Juan tot aufgefunden, vermutlich von Nenes Gang getötet. Fast alle meine Träume drehten sich um Nene. Er war da, hat mich beobachtet, mich daran erinnert, was ich getan habe. Er dachte, es würde hier in Reaching Dreams besser werden, aber es wurde schlimmer. Ich glaube, er ist jetzt glücklich. Errungenschaft freigeschaltet, Raphaels Geständnis. Warum machst du denn so einen Scheiß? Kann man hier noch was anderes angucken? Nein. Kann man anscheinend nur runter. Was mache ich denn jetzt mit der Lupe?
Mal gucken. Ihr Lieben, die Zeit ist aber schon wieder um. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und was wir mit der Lupe machen können, das finden wir zusammen in der nächsten Folge raus. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und habt eine schöne Zeit.